Hey Leute, und damit willkommen zum 69. First to 10. Heute wieder gegen den Lennart. Ja, der Doktor, der pinke Doktor, hat sich die Nummer 69 hier gesichert. Lennart ist, glaube ich, mittlerweile auch einigen hier ein Begriff, weil er wirklich sehr, sehr oft mitspielt und eben auch sehr, sehr oft hier sich First to 10s kauft. Mittlerweile auch wirklich guter Dr. Mario. Ich finde, Lennart ist so ein Beispiel von, wenn man einfach viel zockt und sich intensiv mit dem Game beschäftigt, wird man automatisch besser, ne? Weil der Lennart, der hat schon immer Dr. Mario gespielt. Ein paar Mal hat er ein bisschen mehr auf Snake vertraut, aber schon länger eigentlich die ganze Zeit Dr. Mario. Und der ist einfach immer am Ball geblieben. Und ist jetzt mittlerweile auf jeden Fall stark am Start. So ein bisschen wie Conny zum Beispiel, der vor letztes Jahr oder so noch aktiv mitgespielt hat. Und anfangs gegen mich mit Bowser immer richtig kassiert hat, aber einfach am Ball geblieben ist. Und irgendwann in einem First to Ten, ich weiß gar nicht mehr welches, ne, aber in irgendeinem First to Ten konnte man dann sehen, dass das ganze Training und das ganze Zocken sich halt für Conny gelohnt hat, weil er dann tatsächlich fast even mit mir gespielt hat, ne. Deswegen auf jeden Fall würde ich mal sagen, Lane hat eine gute Inspiration für Leute, die meinen, irgendwie ich werde nicht besser, ich weiß nicht. Oder ich bin so schlecht und so weiter. Leute, schaut euch den Lane an, ne. Der hat was aus sich gemacht. Geht natürlich aber immer noch weiter. Ich glaube, sein größter Struggle ist eigentlich so die SDs, die bei ihm gerne mal überhand nehmen. Dass er sich irgendwie verschätzt oder doch ein bisschen zu viel will. Aber mal gucken, wie das jetzt hier im First to Ten so läuft. Jetzt ist er vielleicht auch noch ein bisschen mehr bei der Sache als jetzt nur in normalen Viewer Battles. Bisher sieht es auf jeden Fall super even aus, ne? Wir haben ähnlichen Damage. Und es geht jetzt natürlich darum, wer jetzt mal den Kill bekommt. Er kriegt ihn. Er kriegt ihn. Dr. Mario Appi ist halt auch insane strong. Wie oft wird er wohl als Doc Estine? Ich hoffe, null Mal, ne? Ich hoffe es. Wäre auf jeden Fall mal was Neues, weil im bisherigen First to Tens hat Lennart schon sehr viele Estis rausgehauen. Bisher sieht es aber clean aus. Ja, Downed hat zum Glück auch eine krasse Range. Hat er gerade ein bisschen unterschätzt. Nicht wirklich ein krasser Charakter, aber gegen Samus hat er manchmal so Moves, die einfach komplett meine Projektile ignorieren. Aber ja, hier kriege ich jetzt erstmal ordentlich damit rein. Das waren drei Moves. Und es geht natürlich noch weiter, ne? Man kennt es, wir hören hier nicht so einfach auf. 88% und er ist sogar tot. Oh, knapp. Das war close, ja. Jetzt habe ich ihn wieder an der Kante. Und er ist direkt in den Charge-Up reingejumpt. Oh, das war jetzt ein nices Landing, ja. Das ging mir ein bisschen zu schnell, da war ich nicht ready. Nach dem Parry nix gemacht, oha. So, wieder rüber mit dir. Ah, er hängt gerade einfach an der Kante fest. Aber das hier ist auch Samus Territorium, ja. Aber Samus hat im Vergleich zu Doc halt alle möglichen Arten von Recovery zur Verfügung. Ja, da gibt es direkt den Snipe. Weil es kommt relativ schnell. Uff, trotzdem schon so viel Damage gefressen. Ja, da hat er mich dann auch immer mal bei den Prozent. Oh, das war close, aber ich glaube, das war's, oder? Ja, da konnte er halt auch nichts machen wieder. FD auf jeden Fall die schlechteste Stage. Da hoffe ich eigentlich, dass die am wenigsten kommt. Oh, wobei, das sieht gerade nicht nach der schlechtesten Stage aus. Ja. Schade, die Backer hätte ich noch gebrauchen können. Oh, ich krieg sie trotzdem einfach gemasht. Das war es auch schon wieder. What will he do? Getaggt, aber es bringt nichts. Oh, sein Grab war schneller. Und leider mit dem Cape ein bisschen vertimed. Ja, das war's dann. Oh, schön, schön, schön. Das war auf jeden Fall geplant, mich da auf die Plattform zu bringen. Ja, Cape kurz abgewartet. Und jetzt wird es für ihn auch wieder schwierig hier. Ah, ich habe mich verschätzt. Egal. Trotzdem noch irgendwie den Edgeguard gerettet. Sehr schön. Ja, an der Kante ist Doc nochmal gefährlicher. Oh, ah, ich habe meinen Jump noch. Ich dachte, ich wurde gerade während dem Jump getroffen. Weil dann kommt man natürlich nicht mehr zurück. Aber dann hatte ich ihn doch noch gehabt. Das ist gut. Damn. Cleaner Roll Read. Oh, das Snapback ist fies, ja. Und diesmal warte ich einfach. Da hat er halt auch wieder keine Chance gehabt. Oder so ist natürlich auch gut, weil Shield Damage. Ja, nice. Ah, close. Oh, und er kriegt sogar eine Abi hin. Tief ich einfach gehen kann. Er muss einfach warten und rumstehen. Das
lohnt sich wenig dahin zu gehen. Killt es dann auch mal? Ja, vielleicht nächstes Mal. Oh, die Pille habe ich gar nicht gesehen. Kam aus nix. Ja. Side B bei den Prozenten ist auch sehr fies, weil ihn das einfach so ein bisschen nach unten schießt. Und das reicht bei Dr. Mario schon, weil er dann halt nicht mehr zurückkommt, ne? Na gut. Ich wollte es halt auch irgendwie forcen mit der Side B. Bin ich selber schuld? Nices Timing, Alter. Lässt sich hier nicht so einfach trappen. Oh, die Abwehr war wahrscheinlich nicht gewollt. Jetzt wird's gefährlich. Ah, wollte er zu viel, killt Upthrow. Ja, da wollte er wieder ein bisschen zu viel, ne? Aber es wird wirklich mit jedem Match einfach closer hier. Clean. Als ob. Einfach schon wieder Character-Issue. Was will er machen? Kein Jump mehr gehabt, glaube ich. Mit der Serie habe ich ihn den Jump genommen. Insane, Alter. Das ist so krass, auch wie lange das noch kommt, Mann. Einfach, wenn man nach der Side-B so viel Zeit hat. Und? Ah, schönes Timing. Aber direkt in den Grab rein. Er ist tot. Noch die Side-B hinterher. Genau. Damn. Plötzlich aus dem nächsten Freestock. Dann halt Becker, die trifft, wo ich vor ihm bin. Und das hat noch gekommen. Nice one. Der erste Kill gehört ihm. Ja, das hat zu viel Leck. Nice, nice. Nein, der Buff hat Erdodge. Das ist jetzt offiziell der erste SD, glaube ich. Und es kommt auch noch. Ey, trotz SD, bisher noch nicht getroffen worden. Wird's richtig gefährlich. Ja, jetzt wird's wirklich super gefährlich hier. Jawohl, Perry. Oh, war's das? Nope. Bei den Prozenten bin ich, glaube ich, raus. Aber trotzdem, ich habe so viel Prozent, ein Move. Abi, hallo? Okay, kein Punish von ihm. Damn. Killt mich das? Boah. Obwohl ich K-Rool bin, ne? Obwohl ich super thick bin. Docs Stärke ist einfach zu krass. Aber das war's wieder, ja. Das ist genau der Käse, von dem ich geredet habe, ne? Der cheesy, measy, einfach Nutria. Nice. Nutria, ja. Das war's. Nutria ist einfach gerade der Go-To-Move hier und er macht alles. Alles, was ich brauche hier. Lässt er sich cheesen? Oh, das war nice. Ich habe gar nicht gesehen, dass er für Downbeat gegangen ist. Nice. Ja. Nein, ich wollte Jab into Grab oder so. Ich dachte, vielleicht ist er Schuck. Sehr gut Hits gerade. Ja, es hat super wenig Lag, wenn man das so macht. Und kein Snipe. Oh, die Krone trifft mich. Und nochmal. Warum hat die plötzlich zwei jetzt? Okay. Das hat einfach so gekillt. Alles klar. Vorsicht jetzt. Was? Das war wieder typischer Laynard, Alter. Einfach so ohne Grund. Einfach mal estelt. Ah, ich habe meine Krone wieder. Das ist gut. Gar nicht gesehen. Brutal, Junge. Der SD hat alles kaputt gemacht. Durch den SD hat er so komplett sein Momentum verloren. Oh, pass auf, Leonard. Der weiß genau, was ich will. Ja, ja, habe ich verdient. Aber es ist erst mein erster Stock, also passt. Komm, lass mal Tennis spielen, Leonard. Nice. Er hat sich darauf eingelassen, aber leider hatte ich nicht den richtigen Abstand, ne? Jetzt weiß er, was ich machen will. Den Konter hätte ich nicht machen dürfen, weil ich glaube, jetzt weiß er, was meine Strat ist hier. Oder auch einfach schon wieder Back Air. Junge, der King Hero geht ab.
9:0 mit dem King. Was geht ab hier? Was war das? Nice. Okay, er ist tot. Let's go. Alter, dieser Grab, ne? Dieser Grab, Junge. Ah, das killt schon. Okay, gut. Erster Stock gehört mir. Aber 112%. Da könnte jetzt auch bald den Kill bekommen, Lennart hier. Frage ist natürlich, wird er nochmal hops genommen? Von Dr. Marius Yukari zum Beispiel. Nö, er wird einfach gefetzt. Ja, ich habe ja gesagt, Samus muss halt regeln, gell? Gut, Upsmash. Ist okay, ist okay. Oh, das gibt ein Yeet. Alright. Last Stock versus Last Stock. Tja, so wie du mashen kannst, kann ich auch mashen mit meinem F-Tilt. Und kommt der Spike. Das war schon geplant, so. Also ich wollte ihn da unten halt treffen. Ich wollte den Spike. Aber ich bin dadurch vorhin gestorben. Erstmal angetäuscht hier, ja. Oh, das gibt eine Abi, ja, das habe ich jetzt schon gesehen. Nice one. Krieg ich nicht, oha. Nice Timing. Nein, es kommt nicht mehr. Und er fliegt raus, aber jetzt habe ich ihn, ja. Da hat er sich ein bisschen wegcarryen lassen hier. Ein Down Smash, ja. Und vom Damage her komplett aufgeholt. Und auch den Kill geholt. Oha, okay. Das kommt aber immer noch crazy. Ja, manchmal ist Liegen da ihm einfach ganz gut. Ich weiß schon, dass er da Tech chasen will. Aber Alter, er baut den Damage gut auf. Lässt sich aber aus dem Mix grabben. Okay, mal gucken. Ist das der Start zum Edge Guard hier? Finally. Der Spike. Spike Maiko. Mit der Abi einfach mal schnell wieder verschwunden. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Spike hier. Das hat mich noch getroffen, als ob, Junge. Okay, aber ich komme noch zurück. An der Kante vorsichtig sein. Jetzt mal wieder ein bisschen auf Abstand. Und war's das? Ah ja, er fliegt aus dem Move raus. Alles klar, Bruder. Bei solchen Situationen, das kann ich jetzt auch richtig gut gebrauchen, weißt du? Das hätte Abi sein können. Alter, die Anspannung. Oder dass ich noch einen dritten win? Das war so close. Okay, das killt. Aber ich muss sagen, Dark Samus, Digga. Dark Samus hat mich heute wirklich einfach enttäuscht. Mach mich traurig, Junge. Dark Samus, was ist da los? Keine Downer, 1000 Upbeats, die nicht connected haben, ne? Und keine Ahnung, einfach Trash. Schade, Alter. Nichts mehr Stylisches hinbekommen. Aber, jo. Hat euch trotzdem den Win geholt. Das ist ja an sich das Wichtigste. Sehr, sehr gut gespielt, Lennart. Heute auch wirklich super wenig SDs. Von dir endlich ist es mal passiert und die SDs haben nicht die Überhand genommen. Ne? Sondern der Lennart konnte endlich mal zeigen, was sein Dr. Mario so drauf hat. Ich meine, ihr habt gesehen, manche Matches gegen meine Samus waren echt sehr, sehr close. Das, ja, der hat sich ordentlich gemacht. Und ja, ich habe eigentlich nur den Tipp, genauso weitermachen, mein Freund. Ganz genauso weitermachen. Einfach noch weiter das Combo und Punish Game verbessern. Weil an manchen Stellen hattest du, gerade wenn ich so eine Abi gemisst habe oder so, ne, hast du manchmal gar nichts gemacht, manchmal nur eine Backer oder sowas. Obwohl eine Abi hätte sein können, das noch verbessern, aber ansonsten wirklich genauso weitermachen. Richtig, richtig gut, Mann. Sehr, sehr guter Mario auf dem Weg zu den Besten und Dr. Marios, auf jeden Fall. Und ja, kleine Memo an mich, Dark Samus, scheiß Charakter, Samus, geilerer Charakter. Sag ich aber mal so, ne. Also, dann auf jeden Fall nochmal GGs und ja, danke fürs Mitmachen, Lennart, war sehr, sehr nice. Und das war bestimmt nicht das letzte First-to-Ten von Lennart. Der hat vielleicht sogar schon
genügend Punkte fürs nächste oder fast genug Punkte, so wie ich ihn einschätze. Genau, aber für heute wär's das erstmal.